Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Pokémon Kristall. Wie vorher angekündigt, habe ich alles auf 30 gelevelt. Unser Sichlor, unser Morlord, unser Schneckmark, unser Evoli, unser Noctu und unser Ursaring. Ja, und jetzt würde ich sagen, versuchen wir mal den Arenenleiter zu klatschen. Mein Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Okay. Gut. Schwarzgurt Xaver. Kickli hat der. Auf Level 27. Sollte aber mit Flügelschlag Subis, ja, One-Hit. Sichler wird in dieser Arena sehr weit, also, boah, den werden wir gut gebrauchen können. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Gut. Schwarzgurt Jeff. Ja, Schwarzgurt Jeff mit einem Noctchan, welches wir auch, ich hoffe, mit Flügelschlag eliminieren. Yep. Und das war's. Schwarzgurt Jeff wurde besiegt. Schockierend. Ja. Haben wir Stärke mit? Wir haben... doch, Cold Style müsste Stärke haben. Ja. Gut. So. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Okay. Das wäre dann Schwarzgurt Peter. Mit einem Macholl und ich denke wahrscheinlich auch mit einem Machop. Sollte aber kein Problem sein. Sollte man mit Flügelschlag richtig eliminieren können. Okay, Machok. Sollte ja auch mit Flügelschlag eliminiert werden. Und, ja, da ist es. Down! Es ging down. Chili erreicht Level 31. Gut. Ein schwieriges Rätsel. Wir müssen Felsen bewegen. Ja, gut. Ich glaube, das sollten wir doch auf Anhieb schaffen. Oh yeah, wir sind so gut. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Joa. Schwarzgurt Tim mit einem Mankey. Ich denke, er hat zwei Mankey oder einen Rasaf. Ja, einen Rasaf. Ja, und dann sind wir schon beim Arena-Leiter. Ich glaube, da müssen wir sogar nicht mal heilen gehen. Und da haben wir das Rasaf. Rasaf sieht cool aus. Rasaf habe ich... Ja, ich mochte Rasaf. War auch in... Als ich das erste Mal gespielt habe, war Rasaf in meinem Team. Auch wenn es... Ja... Keine Ahnung, ich mochte es irgendwie. Okay. Ich wurde zerstört. Okay. So. Uah. Du hast es bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Ja. Ja. Da. Jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Das hat nichts mit meinem Pokémon zu tun. Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Ja. Alter Mann Hartwig möchte kämpfen. Und ein Rasaf. So. Das wird jetzt... Also, beim Rasaf habe ich keine Probleme. Also die Arena werden wir locker schaffen. Nur ich habe vor der nächsten Arena ein bisschen Angst. Das sollten wir eigentlich... Oh yeah, Bitch. Du bist sowas von Geschichte, Quappo. Wundert mich, dass wir das so schnell überstanden haben. Also, dass wir die so gepwnt haben. Okay, Leiter Hartwig wurde besiegt. Ich habe verloren? Wie wär's damit? Wie wär's damit? Du bist des Faustordens würdig. Ja, wir haben den neuen Orden. Chris erhält Faustorden. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm dies. TM1. Es müsste Wortschlag sein. Das ist Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner.
Ja, mit TMs werden wir vor der Pokémon-Liga auch eventuell noch ein bisschen auf. Hier holen wir uns erstmal Fliegen ab. Genau, also TMs werden wir vor der Pokémon-Liga noch ein bisschen benutzen. Das ist mehr überquert. Um hierher zu kommen, das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn eine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Pokémon-Arena von Anemone City. Dann soll dir diese vor allem gehören. Kressel, versteckte Maschine 02. Bring dein Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren. Also muss er härter trainieren. Das ist auch gut. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Ja, jetzt bringen wir erst einmal unseren... die müssen oben. Nein, die sind unten. Boah, das ist verwirrend immer, die Aufstellung. Mal oben, mal unten. Somit haben wir alle Forms. Nein, eine fehlt noch. Surfer haben wir ja schon. Ich vergaß. Fliegen. Fliegen bringen wir natürlich unserem Actarize bei. Ich bin gerade am überlegen. Schnabel, Tackle, erstmal Heule weg. Heule brauchen wir nicht. Und Actarize erlernt Fliegen. Gut. Actarize, Fliegen. Flieg mich mal nach Oliviana City. Ah ja, wir müssen ja auch noch auf dem Leuchtturm hoch. Bla bla bla, Pokécenter heilen. Danke, Kuku. So. Flame, die Flame Flame. Gibst du mir eine Angel? Wow, du und deine Pokémon verstehen sich auch sehr gut. Nein, du gibst mir keine Angel. Ich dachte, du hättest mir eine Angel gegeben. Tja, dann halt nicht, ne? Ach ja, ich weiß nicht, also Videos, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Videos kommen nicht mehr so häufig momentan, wegen Ausbildung. Ich fange ja am 3. September die Ausbildung an, also sprich in 3 Tagen am Montag. Das Video werde ich heute noch hochladen. Und da bin ich ein bisschen im Umzugsstress, weil ich wegziehen muss und alles regeln muss und keine Ahnung, ob ich dann auch gleich am ersten Tag Inet habe. Weiß ich gerade nicht. Das wird sich zeigen. Ich hoffe, wir haben doch den geheimen Trank haben wir im letzten Part geholt. Und ja. Wird diese Arznei Amphi helfen? Yep. Kriegst du über die Jasmine geheimen Trank? Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Amphi, wie geht es dir? Hallo, Palululu. Hallo, Palululu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wunderbar. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Pokémon-Arena zurück. Da haben wir auch schon alles aufgeholen getut. Gut. Also kann es sein, dass ich eventuell noch ein paar Parts Pokémon hochlade und die dann einfach freischalte. Oder dann, das könnte ich auch hochladen. Ja, können wir gucken. Oliviana City auf jeden Fall jetzt erstmal. Wir haben ja das Fahrrad, das könnte ich auch mal benutzen. Damit wir schneller vorankommen. Arena. Gut. Hier brauchen wir vorerst unser Ekto. Denn 2 Pokémon sollten wir mit Ekto leicht schaffen. Danke für deine Hilfe beim Leuchtturm. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Jasmin, die Arenaleiterin von Oriana City. Oriana City. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typen schon gehört? Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt. Darf ich beginnen? Ja, dann beginn mal. Ich weiß, es stand nicht alles so da, aber im Grunde genommen hat sie das gesagt, also habe ich es leicht umgewandelt. Und zwar Magnetilo. Die hat 2 Magnetilos und ein anderes. Und die Magnetilos sollten wir mit Glut pauen. Puh, Ekto, du bist viel zu schwach. Dann muss Kao dran. Da muss Kao mit Surfer aufräumen.
Das sollte nämlich auch funktionieren. Jetzt kommt das zweite Magnetil. Sollte auf 32 sein. Ne, auch auf 30. Ja, Kao räumt auf. Und jetzt Stalos. Stalos. Level 35 Typ Stahlgestein. Deswegen kann Kao hier auch gut mithalten. Außer wenn Sonnentag meine Wasserattacken schwächen tut. Jetzt brauche ich sogar dreimal. Oh Gott, fick dich, Stalos. Eisenschweif. Ei. Ah, aber stopp. Becken war locker weg und jetzt ist Stalos auf Geschichte. Ja, ist vor allen Dingen ein Volltreffer. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschicklichkeit als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga überreiche ich dir diesen Orden. Kerisse hält Stahlorden. Nice, very, very nice. Der Stahlorden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon an. Bitte nimm auch das. Könnte das Eisenschweif sein? Mit dieser Term kannst du deinem Pokémon Eisenschweif beibringen. Ja, Ekto muss definitiv gelevelt werden. Der ist viel zu schwach. Im Gegensatz zu anderen Pokémon. Jetzt erstmal auf nach Teak City. Teak City heilen und dann eventuell noch nach... Oh, wie heißt die nächste Stadt? Wir haben in dem Spiel noch einiges zu tun, also... Das wären schon noch ein paar Parts. Ist auch gut so. So, hier jetzt erstmal weiter. Da waren wir schon, Route 42. Die See ist ruhig, möchtest du Surf einsetzen? Natürlich wollen wir das. Ob ich die Höhle erforsche, weiß ich nicht. Soll ich die Höhle später mal erkunden? Denn da drin gibt es nämlich einen Rabautz. Ja, da bekommt man einen Rabautz. Das entwickelt sich entweder zu Capoeira, Kikli oder Nocturne. Ekto wird den nie besiegen können. Den Angler hier. Aber vielleicht den Pokémaniac hier. Das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Was müsste ein Pokémaniac sein? Pokémaniac Goro. Nidorina. Auf Level 16 ist nicht allzu stark. Sollten wir plätten können. Ja, dann kann Ekto auch mal ein bisschen kämpfen. Und jetzt noch ein Nidorino? Yep. Ja. Pixelige Pokémon. Wieder Doppelkick. Das nächste ist ein Wanderer. Ich könnte mal überlegen. Ich hätte mal einen Mondstein benutzen sollen. Ja, hättest du. Ich bin am... Mama. Hi Chris, wie geht es dir? Ich habe mein Einkauf noch ein nützliches Item gefunden und ich habe dieses dekorative Item von deinem Geld gekauft. Das ist schon an deinem PC. Ich habe es auf deinem PC, bla bla, gedöns. Oder kurz gesagt, ich habe dir einen viel zu überteuerten Schutz gekauft, also bitte benutze ihn doch nicht. Jetzt der Wanderer. Ich weiß nicht, was er hat. Dick da. Nun könnte die Intensität beherrschen, tut es aber nicht, also können wir dich mit Glut besiegen. Vor allem den Volltreffer. Nice, Ekto. Kleinstein. Du kannst bestimmt Steinwurf. Nee, das ist mir... Da kommt Kao ran. Und zwar mit Aquaknarre sollte reichen. Ja, wir besiegen einen Stein, indem wir ihn mit Wasser vollspritzen. Und jetzt ein Diktri. Diktri kann bestimmt Intensität. Da bin ich mir sicher. Und falls nicht, dann hat er Kao einfach das Training bekommen. Gut. Anderer Wolfgang wurde besiegt. So, gut.
Und jetzt gegen dich. Jetzt demonstriere ich die Kraft eines Pokémon, das ich gerade erst gefangen habe. Glaube ich, hast du gesagt. Ein Baldorfisch. Ich weiß nicht, ob du schon Aquagnade kannst. Ich denke aber nicht. Nee, du kannst... Ja, vergiften. Danke sehr. Komprimator, fuck you. Mann, Ecto, gut, dass wir so viele Gegengifte haben. Noch mehr Komprimator, ach, geh doch sterben. Es hat jetzt schon dreimal den Fluchtwert gesteigert. Och nee. Einmal noch. Oh, danke, Ecto, nice. Angler Amadeus wurde besiegt. Was? Das kann nicht sein. Gut. Also dann. Mahagonia City heißt das Kaff hier. Ja, Mahagonia City. Shit happens. Gut. Also würde ich sagen, wir healen noch. Das war's dann für den Part. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zugucken. Sage ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Kristall. Bis dahin, ciao, ciao.